Kurz vor den Osterferien machen sich unsere Energiedetektive aus dem Pinsker noch Gedanken, wie man in der Schule Energie sparen kann. Und da sind einige gute Ideen mit dabei. In der Schule kann man Energie sparen, indem man einen Wasserhahn nicht zu oft tropfen lässt. 40 Grad statt 60 ist auch gut. Oder einfach mal das Licht ausschalten, brauchen tut es eh nicht dabei. Und einen Kühlschrank, wenn man halt Lebensmittel drinnen hat, einfach nicht so lange offen lassen. Oder die Tür entschließen, ist auch gut. Wenn wir gerade bei dem Kühlschrank sind, enteisen wir auch mal gut, weil das ganze Eis da drin ist eigentlich überhaupt nicht gut für die Kühlung. Das muss der Kühlschrank dann irgendwie wieder runter. Deswegen sollte man den Kühlschrank öfter enteisen. Also das Energiesparen in der Schule ist ganz ähnlich dem zu Hause. Da greifen die gleichen Tipps, da habt ihr völlig recht. Da ist also wichtig im Winter auf gar keinen Fall gekippte Fenster, denn sonst heizt ihr zum Fenster raus. Oder Computer, Fernseher, Laptops, die in der Schule sind, unbedingt ausschalten, wenn man sie nicht verwendet. Denn Energie wird verbraucht, egal ob man davor sitzt. Und sehr beliebt in der Schule sind die Getränkeautomaten. Also gut überlegen, brauche ich einen Getränkeautomaten? Und wenn ja, maximal einen und nicht zwei oder drei. So spart man Energie in der Schule und dann klappt's.